Na, dann werden wir mal die Räumlichkeiten hier betreten, ne? Und schauen, was uns hier erwartet. Was erwartet mich hier überhaupt? Aha, Moment. Da unten ist... Tatsache. Hier ist was. Aber was? Malton, erzähl! Sterbliche, es gibt da etwas, das der Aufmerksamkeit einer der euren bedarf. Ihr wart doch schon in der Grube, richtig? Nö. Dem geheiligten Boden, der von den Leichen der euren entweiht wird. Nö, aber erzähl mal, was mit Kühlern ist. Wenn jemand dazu bestimmt war, den Titel König der Sorgen zu tragen, dann er. Hätten wir uns den Bedingungen der Tuata nicht gebeugt, wäre er unser König. Doch stattdessen wandten wir uns von ihm ab. Ah, aber erzähl mal von der Grube. Keine Ahnung. Sie war ein Geschenk der Erde, um dem Verfall und der Vergänglichkeit der Feien zu gedenken. Dann haben die Tuata sie mit den Leichen ihrer Gefangenen besudelt. Sterbliche vergehen nicht wie die Feien. Sterbliche verwesen und verderben. Und nun spüren auch die Grube und das Haus diesen grausigen Makel. Gut, und was kann ich dagegen machen? Und der Galgenbaum, was hat der damit zu tun? Der Galgenbaum ist der stumme Wächter über die Grube. Denn er steht für das Leben, das aus dem Tod erwächst. Er rechtfertigt und bestimmt unsere Existenz. Er ist nicht nur ein Symbol für das Haus der Sorgen, sondern für alle Winterfeien. Einen Leichnam auf ihm zu betten, war einst ein heiliges Ritual, bis die Tuata ihn mit den Überresten der Sterblichen entweihten. Okay, aber was kann ich dagegen machen? Was hat das auch mit dem Haus der Sorgen zu tun? Es sind diese Hallen, aus denen heraus wir Angehörigen des Hauses die ältesten Traditionen des Winters bewahren. Es verdient tiefste Ehrfurcht. Und Saturnyn? Ich kann nicht mehr über ihn sagen, als dass er als Sieger in die Geschichte eingehen wird. Aha, und welche Hilfe brauchst du bei der Grube, was ihr nicht auch machen könntet? Es geht bei meinem Ersuchen nicht darum, was die Grube braucht, sondern um etwas, das besser nicht mehr da wäre. Die Leichen eurer Brüder wurden von den Tuata als Zeichen der Feindseligkeit in die Grube geworfen. Aber sie sind mehr als nur ein Zeichen. Ihre Verderbtheit und Verwesung haben eine alte Leanasche namens Myatkra aus ihrem Schlummer geweckt. Sie frisst sich an den Leichen satt und wird die Grube noch weiter verderben, wenn ihr kein Einhalt geboten wird. Aha, und das heißt, was ist das überhaupt? Wer? Essen. Leanasche werden vom Tod und der Verwesung angezogen. Etwas, was die Winterfeien im Geist verkörpern, die Sterblichen aber im Fleische. Als in der Grube sterbliche Leichen auftauchten, konnte Myatkra der Versuchung nicht widerstehen. Und nun ist sie nicht mehr aufzuhalten. Aha, ich kann versuchen, die zu töten, ja? Ihr braucht nicht darauf zu hoffen, das Problem durch simple Gewaltanwendung lösen zu können. Myatkra ist alt und wird alle offensichtlichen Angriffe durchschauen. Suchen wird nicht viel bringen, wenn ihr euch nicht geschickt anstellt. Wenn wir sie in der Grube nicht finden, können wir sie dazu zwingen, in ihren Bau unter dem Haus zurückzukehren. Findet frische Leichen, wie Myatkra sie am liebsten hat, und verbrennt sie. Ohne Nahrung wird sie in ihren Bau zurückkehren. Dann könnt ihr sie töten. Na gut. Beeilt euch! Auf der Jagd. Müssen wir dann aufschreiben, warte. Auf der Jagd. Ja, warum nicht, ne? Ist doch kein Problem. Gut, aber da kann ich da weiter? Nee. Da komme ich ja dann nur wieder raus. Ja. Und das wollen wir gar nicht. Nein, wir wollen weiter. In diesen Gefilden. Halt, Moment. Manchmal ist hier in der Ecke irgendwas. Ja. Aber so ist es nicht. Oh, da kann mich jemand ausbilden. Wer? Du? Nein. Du! Seid gegrüßt, Sterbliche. Ich bin eine Fürsorgerin der Grube.
Ich wurde angewiesen, euch jegliche Einblicke in die Kunst des Bannens zu gewähren, die mir möglich sind. Gut, aber erzähl mal weiter. Obwohl es die Tuatha auf uns abgesehen haben, ist Kydan der Einzige, der offen Krieg gegen sie führt. Ob das nun gut oder schlecht ist, ich weiß es nicht. Kann ich dir auch nicht sagen, aber was weißt du noch über die Grube? Die haben mir einiges erzählt. Seid gewarnt, Sterbliche. Die Grube ist nicht mehr das, was sie einst war. Sie ist ein Ort voller Bestien und dunkler, verdorbener Magie. Niemand, der sie betritt, ist sicher. Mhm. Und wird Dionysch? Ich habe den Ruf der Magie schon immer gespürt. Aber in der Grube ist er am stärksten. Sie erlaubt es mir, Flüche und Zauber zu sehen und sie aufzulösen. Diese Fähigkeit lehre ich alle, die bereit sind zuzuhören. Ja gut, bin ich ja. Und was hat das jetzt mit dem Haus der Sorgen zu tun? Einst lebten wir in der Wildnis der Grube, doch als sie entweiht wurde, mussten wir in diesen alten Hallen Zuflucht suchen. Wir fürchteten die Bestien dort draußen und Saturnyn. Ah, was weißt du noch über Saturnyn? Auch wenn wir nichts anderes tun können. Wenn wir unserem Haus keinen dauerhaften Frieden bringen können, dann müssen wir doch zumindest Saturnyn ein Ende machen. Okay, ja, dann bilde mich mal aus. Jawohl. Vergesst es nicht. Was benötigt ihr? Bin ich voll ausgebildet im Bannen, ne? Warte mal, gucken wir uns mal an. Bannen, Fähigkeiten, Techniken, Talente. Jawohl, Bannen ist jetzt voll aufgeledert und jetzt kann ich meine Punkte woanders einsetzen. Herrlich, das sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Ich bin weiter als in meinem ersten Durchgang, ja. Macht schnell! Du bist doch Saturnyn, du Klappspaten. Ich habe eine Aufgabe für euch. Es gibt in letzter Zeit viele in diesem Haus, die begonnen haben, meine Herrschaft mit Geringschätzung zu begegnen. Wir brauchen deshalb jemanden, der nicht durch die Geschichte und die Traditionen unseres Hauses vorbelastet ist. Jemanden wie euch. Wir müssen uns beeilen. Die Tuatha werden mit ihren Angriffen nicht lange warten. Halten wir ihren nächsten Schlag auf. Okay, wie können wir die Tuatha denn stoppen? Ihr versteht es nicht. Die Tuatha führen zwar Krieg gegen uns, so wie sie es auch gegen die Alpha getan haben, aber sie gehen dabei anders vor. Unsere Feinde sind gerissen. Sie greifen keine Armeen, sondern Einzelne an. Sie attackieren keine Städte, sondern Überzeugungen. Und indem sie das tun, können sie sich an Orte zurückziehen, an denen wir sie nicht aufspüren können. Nach all den Jahren des Kampfes wissen wir nur eines: dass unser Feind von einem Tuatha-Agenten namens Saturnyn angeführt wird. Hm. Er ist der Meister hinter diesem undurchsichtigen Putsch. Ich glaube immer noch, dass du das bist. Im Moment können wir das nicht. Er verbirgt sich und verwischt seine Spuren. Es gibt jedoch einen Hinweis, dem ihr gemeinsam mit Taibre, einer unserer Schürferinnen, nachgehen werdet. Ein Fürsorger, Kadorok, ist aus dem Haus geflohen und hat dabei einen seiner Brüder getötet. Ich hege den Verdacht, dass Kadorok unter Saturnyns Einfluss steht. Oder vielleicht sogar selbst Saturnyn ist. Bringt Taibre zu dem Leichnam von Kadoroks Opfer. Auch wenn er tot ist, so verbleiben seine Sorgen doch in seinem Körper und können uns zu Kadorok führen. Mhm. Erzähl mal, was ein Fürsorger ist. Die Fürsorger sind die wenigen Auserwählten, die den Verfall und die Zersetzung des Körpers eines Winterfeien begleiten. Sie kümmern sich außerdem um die Grube selbst, denn sie ist ebenso materiell wie ein Körper. Sie ist ein Gefäß des Zerfalls und der Vergänglichkeit, denn nur so kann der Tod zur Wiedergeburt führen. Und schließlich haben sie einst auch den Galgenbaum gehegt. Doch das war, bevor die Tuatha ihn verdarben. Aha. Und die Schürfer? Was machen die für eine Aufgabe? Die Mitglieder des Hauses können zwischen zwei Wegen wählen. Jenem des Schürfers und jenem des Fürsorgers. Die Schürfer sind jene, die die Sorgen der lebenden und kürzlich verstorbenen Feien hören können. Sie befreien sie von diesen Sorgen, indem sie sie selbst auf sich nehmen. Allerdings haben die meisten Schürfer in den letzten Jahrhunderten ihr Talent verloren. Doch unsere Jüngste, Taibri,
zeigt ein gewisses Potenzial. Mhm. Na gut, dann lass uns mal hier raus. Na, wo muss ich hin? Ah. Mach schnell! Ja, jetzt bleibt mal locker, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was benötigt ihr? Ihr sitzt euch den Arsch hier breit und ich renne mir die Hacken blutig. Und dann noch mich drängeln? Geht gar nicht, Jungs. Nö. So, jetzt kann ich also hier raus. Na gut. Hey, hier runter müssen wir. Hui! So, nu? Ah, da. So, ach, Taibri. Ihr seid also die Sterbliche? Ja. Es gab bereits Gerüchte, dass Bizarran eine von euch unter uns willkommen geheißen hat. Dass er jedoch die Belagerungsbrecherin erwählt hat, erfüllt mich mit Ehrfurcht. Aber ich vergesse mich. Bizarran hat seine Wünsche klar geäußert und wir müssen tun, worum er uns bittet. Seid ihr dafür bereit? Wer seid ihr denn genau? Ich bin Taibri und habe erst 2 Jahrhunderte vorzuweisen. Ach, das geht ja. Es waren meine Fähigkeiten, wegen derer ich gebeten wurde, mich dem Haus anzuschließen. Ich kann sie in anderen hören. Die Sorgen, die Essenz des Verfalls und der Vergänglichkeit, die dem Winter vorausgeht. Ich kann sogar die Sorgen in euch hören, wenn auch nur schwach. Es sind nur noch wenige Schürfer übrig, die Sorgen überhaupt noch hören können. Und zu niemandem sprechen sie so deutlich wie zu mir. Viele halten mich deshalb für eine Lügnerin. Oder eine Abscheulichkeit. Ja, aber warum braucht ihr meine Hilfe? Ich denke, ihr seid so fähig. Die Grube war einst ein heiliger Ort für das Haus der Sorgen. Für sämtliche Winterfeinde. Ihr wurden die Körper der Toten übergeben, um zu verrotten. Doch unsere Körper zerfallen nicht, so wie die euren. Als Saturnyn also die Leichen von Sterblichen hierher brachte, verwesten diese und die Grube wurde verdorben. Nun streifen Aasfresser und Bestien durch die Grube und der Leichnam, nach dem wir suchen, befindet sich tief in ihrem Inneren. Ich brauche jemanden, der auf mich aufpasst. Lebt wohl. Na ja, dann, lass mal knacken. Nee, jetzt machen wir erstmal das. Oh. Gut, da kommt der Gott. So. Irgendwas. Oh, da leuchtet was auf. So, dann lass mal kommen, Mädel. Ach, der ist da oben. Naja, da kümmern wir uns nicht. Oh, 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 oh. Nicht übel, sprach der Dübel. Nee, noch. Ei! Also geht doch. Nicht gleich so. Nee, wir werden uns das hier nachher alles gemütlich zu Gemüte führen. Und dann werde ich auch in aller Ruhe damit. Weil jetzt hetze ich hinterher her und. Nee, muss nicht sein. So, und nun? Der Leichnam ist hier. Ich muss mit meiner Arbeit beginnen. Wird mit Sicherheit die wilden Feinde in der Gegend anlocken. Mhm. Haltet sie zurück, während ich mit den Sorgen spreche. Lebt wohl. Na gut, mach ich. So, wo sind sie? Kommt ran hier. Alle Mann. Wom, die ist schon mal weg. Da, da, di, da, da. Oh. Nein, mein Freund. Oh, 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 oh. Alter, da, nein. Nein. So, jetzt können wir hier erst
einsammeln. Nehme ich doch mal an, dass ich hier alles einsammeln kann jetzt erstmal in Ruhe. Ah, sie hat fertig. Es ist vollbracht. Kadoroks Sorgen haben in dem Leichnam einen deutlichen Abdruck hinterlassen. Er versteckt sich in der Sioran-Krypta im Schwemmwald. Ihr solltet dorthin gehen, aber seid vorsichtig. Der Abdruck, den Kadorok in dem Leichnam hinterlassen hat, war widersprüchlich. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich werde zum Haus zurückkehren. Nachdem die Bestien nun zurückgeschlagen wurden, sollte es sicher genug sein. Ja gut, dann aber erzähl mal von der Grube. Noch bevor es einen Hof des Winters oder ein Haus der Sorgen gab, gab es die Grube. Einen Ort, den die Winterfeien aufsuchten, um zu sterben. Die Körper, die hier dem Zerfall überlassen wurden, sind ein Sinnbild des Hauses. Auch wenn die Winterfeien den Verfall aufschieben können, um ihre Höfe und Kultur zu erschaffen, so können sie ihm doch nicht ewig entrinnen. Aber was ist genau mit dem Galgenbaum? Das habt ihr mir doch alles schon erklärt, aber nur gut. Er ist das Sinnbild des Hauses. Das Herz der Grube. Es heißt, er sei schon immer hier gewesen, selbst in den Tagen des trauernden Königs. Gut, und das Haus der Sorgen? Ein Mitglied des Hauses zu sein, bedeutet eine große Ehre. Ohne das Haus der Sorgen gäbe es keinen Hof des Winters und keinerlei Kultur in diesem Land. Nur den Winter. Aha, und Saturnin, was wisst ihr darüber? Er ist die Abyssus-Ranker, die würgende Liane. Er greift aus dunklen, unbekannten Dornsträuchern nach uns, um das Leben aus uns herauszuquetschen. Aha, wo finde ich denn, da hat sie ja schon gesagt, oder? Die Toten lügen nicht. Kadorok hat sich in die Sioran-Krypta im Schwemmwald zurückgezogen. Sie war einst eine mächtige Festung, doch wie alles in diesem Krieg wurde auch sie zerstört. Nun schleichen niedere, grausamere Geschöpfe durch ihre Hallen. Dass sich Kadorok dort versteckt, ergibt keinen Sinn. Aber nach dem, was mir die Sorgen erzählt haben, scheint es, als könnte er nirgendwo anders hin. Na gut. Lebt wohl. Ja, tschüss. Was ist denn damit? Nein. Whatever jetzt hier? Na gut, aber da kann ich wenigstens schon mal... die Egelholzborke nehme ich mal mit. Ja. Und jetzt werden wir diesen Wissenstein... Unter den Zweigen ruhen ihre Glieder. Darüber wir singen trauernde Lieder. Die Toten umarmen das Land in der Erde sanften Hand. Aha, nee, das ist das mit dem Leichen. Ja. Ey, sag mal, wo willst du hin, du blöde Kuh? Kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Boah, ich hasse sowas, ey. Da ist nichts, weißt du, der Feind vor dir. Und gib ihm Gummi, Flummi. Autopos Wenschi. Schere. Ah, dann kann ich den auch noch mitnehmen. Ja, zerreißen. Und natürlich das. Aus Holz ein großer Grabstein steht, wo der trauermüde Wind stets weht. Tragen die Blätter denn Früchte nun? Werden die Toten es gleich denn nun tun? Das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Und komm, jetzt nehmen wir den einen dann auch noch mit. Schon wieder eine Litschi. Auch gleich mit. Nein, das ist... Alpha sind nichts als Fleisch der Natur. Futter für die Raben nur. Wie Tränen Soldaten nur hängen. Auf Ängste Tuata nur drängen. Oh, nicht gut, was ich da gehört habe. So. Dieser Pfeil hat es auf unsere Köpfe abgesehen. Bitte, verteidigt uns. Gut. Können wir mal eben erledigen. Und schon trabt die nächste Sterbliche heran.
Dabei ist das Blut der Letzten noch nicht einmal getrocknet. Aber mein Bedürfnis, sterbliches Leben auszulöschen, ist noch lange nicht befriedigt. Kommt, gut. Ihr seht aus wie eine Kriegerin. Kämpft doch gegen mich. Also gut, na klar. Ausgezeichnet. Hoffentlich seid ihr eine größere Herausforderung als dieses armselige Ding. Bestimmt. Ja. Kann mich ja kaum verletzen. Genug mit dieser Posse. Ich habe schon mehr als genug Sterbliche nach euren Bedingungen und auf eurem Boden bekämpft. Finden wir heraus, wie ihr euch in meinem Reich schlagt. Wir beenden diesen Kampf in meiner Höhle, in Tinehiel. Die Magie der Grube ist dort stark. Ich werde unbesiegbar sein. Ah, jetzt ist der weg. Na super. Ihr habt es geschafft, was sonst niemand vollbracht hat. Ihr habt dieses Monster wirklich besiegt. Es ist viel verlangt. Aber niemand aus unserem Lager hatte eine Chance gegen ihn. Ihr müsst seine Herausforderung annehmen. Bekämpft ihn erneut und tötet ihn, um unserer Mission willen. Erzähl mir erstmal von euch hier, Alpha-Lager. Wie kommt ihr hin? Wir waren nicht besonders viele, aber wir wurden vom Führungsstab der Alpha hierher entsandt, angeblich um sicherzustellen, dass die Tuata hier draußen keine Stellungen haben. Aber der eigentliche Grund war ein anderer. Wir sollten eine Möglichkeit finden, den Leichnamen unserer Männer ein angemessenes Begräbnis zuteilwerden zu lassen. Ja, und? Erzähl mir von euch. Ihr seht aber auch nicht gerade fit aus. Ich schätze, ich bin die Einzige, die hier draußen noch einen Rang bekleidet. Mein Bruder Gilman hatte uns geführt, aber... Aber? Lass aus dem Mund fallen, komm. Was ist der Scharfrichter da? Er ist ein Winterfeier. Seinen Namen kennen wir nicht. Er kommt und tötet einen von uns, während wir zusehen. Er nennt das Gerechtigkeit. Wir wissen nicht, warum. Er greift einen von uns heraus, drückt ihm eine Klinge in die Hand und streckt ihn nieder. Alpha oder Mensch, Kämpfer oder nicht. Aha, also nur einfach ein Killer. Und die Grube, warum seid ihr ausgerechnet hier? Chlorikon hat auch seine dunklen Orte, aber die Grube... Es fällt mir schwer, hier auch nur zu stehen. Ich weiß nicht, wie es euch gelingt, es so leicht aussehen zu lassen. Aber wir wurden aus gutem Grund hierher entsandt. Und wir werden bleiben, bis unsere Aufgabe erledigt ist. Aha, wieso attackiert ihn ein Feier euer Lager? Ja, Spock, haben wir ja gerade gehört. Das wissen wir nicht. Er ist kein Tuata, aber er kämpft beinahe wie einer. Er kommt hierher und duelliert sich mit einem nach dem anderen. Er will irgendetwas Krankes beweisen, indem er uns ausweidet. Und wen er nicht sofort tötet, den schleppt er mit zurück in die Grube. Bitte, wir sind Kundschafter, keine erfahrenen Kämpfer. Wir können unsere Aufgabe nicht erfüllen, wenn dieser Scharfrichter uns weiter dezimiert. Mhm. Ja gut. Den Göttern sei Dank. Wenn er euch nach Tinehill gerufen hat, so bedeutet das, dass ihr dort gegen ihn kämpfen müsst. Aber seid gewarnt. Dieser Feier setzt Magie ein, die wir noch nie gesehen haben. Als würde er sich von der Energie dieses Ortes ernähren. Oder Schlimmeres. Es gibt jene, die dem Scharfrichter zum Opfer fallen. Aber es gab auch andere. Gefangene. Was er mit denen in Tinehill macht, weiß niemand. Du Schande. Ja gut. Findet den Scharfrichter. Erntezeit. Gut. Erntezeit. Ja. Gut, da haben wir aber noch zwei andere dort. Ihr seid zurück? Nein. Gepriesen sei Mitaro. Und möget ihr dafür gesegnet sein, dass ihr dieses bescheidene Lager aufsucht. Ich bin Krieger, ein demütiger Kleriker Mitarus. Ich habe diese edlen Alpha in Frieden begleitet und könnte bei meiner Mission eure Hilfe brauchen, wenn ihr dazu bereit seid. Habt ihr schon mal gemerkt? Hab ich das richtig gesehen? Dem fehlt eine Hand. Warum begleitet ihr das Alpha-Lager? Die Armee steht kurz vor dem Zusammenbruch. Und doch hat sie noch den Anstand, zumindest zu versuchen, diesen armen Seelen ein Bestattungsritual zuteilwerden zu lassen. Mhm. Welch ein edler Zug. Ja, finde ich auch, ne? Also, echt gut. Und die Grube? Sie ist ein schrecklicher Ort. Ja, das weiß ich. Und das soll der geheiligte Boden dieser Winterfeien sein? So zeigt sich ihre Verehrung? Das hier ist nichts anderes als eine Zurschaustellung des Todes und der Verstümmelungen.
Mitaro möge mir beistehen, aber es scheint, als sollten die Alpha nicht bei dem Tuata Halt machen. Und was sagt er hier zum Galgenbaum? Da hängen sie schon. Er ist ein groteskes Mahnmal. Mhm. Dass die feinen Bäume anbeten, ist schon barbarisch genug. Aber findet dieses Haus der Sorgen einen derartigen Umgang mit den Toten wirklich so ehrwürdig? Tja, in jeder Kultur ist das anders. Und Krieger der Gläubige, erzähl mal genaueres über dich. Ich bin ein bescheidener Diener Mitaros. Das hast du gerade schon gesagt. Mein Abt hatte mich gebeten, nicht hierher zu kommen. Aber ich wusste, dass irgendjemand den Leidenden Glauben bringen musste. Ich dachte, ich könnte die Toten zählen, damit die Geschichte das gewaltige Ausmaß des Blutvergießens erfährt. Doch selbst das ist mir entglitten. Naja gut, was soll ich für euch tun? Die Welt muss erfahren, wie viele von Mitaros Kindern im Kampf gegen diese heidnischen Tuata ihr Leben verloren haben. Ihr findet bei jedem gefallenen Soldaten einen Ohrring. Bringt mir die Ohrringe, damit ich die Toten zählen kann. Aha, ja gut, mach ich. Ich bin euch für eure Hilfe dankbar. Mhm. Die Soldaten, ihre Leichname sind überall in der Grube verstreut. Jeder von ihnen hat in der Ausübung seiner Pflicht das ultimative Opfer gebracht. Nehmt ihre Ohrringe an euch und ich gebe euch, was immer mir möglich ist. Habt vielen Dank, Wanderin. Die Welt muss davon erfahren. Gut. Nun gut. Lasst mich euch für eure Hilfe bezahlen. Falls ihr die Zeit findet, nach weiteren zu suchen, ist mir eure Hilfe stets willkommen. Mitaru dankt euch. Naja, das ist auch irgendwie makaber. Die Götter mit euch. Naja, memorieren. Ihr seid zurück? Nein, Body geht mir auf den Sack. Memorieren. Ja, Ohrringe. Ringe sammeln. Ja. So, jetzt haben wir die eine Keule da noch. Einen Augenblick eurer Zeit. Wie stehst du? Er musste kacken oder was? Moment. Ihr gehört nicht zur Armee, nicht wahr? Nicht wirklich. Was tut ihr hier? Wie dem auch sei. Wir sind verwundet. Und ich suche jemanden, der kräftig genug ist, in die Grube zu steigen und wichtige Informationen zu beschaffen. Ja. Irgendwo unter all den Leichen dort liegt die Leiche meines Spähers Venris. Er trug die Informationen bei sich, als die Tuata ihn einholten. Aha, okay. Aber deswegen bist du hier in dem Alpha-Lager? Wir haben einen besonderen Auftrag. Den Schaden, der Moral hier zugefügt wurde, rückgängig zu machen und diesen Leichnamen ein angemessenes Begräbnis zuteilwerden zu lassen. Wollen wahrscheinlich alle hier. Die Grube selbst, die soll ich durchschreiten und euren Kumpel suchen. Dieser Ort ist verdorben. Die Feien verhalten sich, als wäre sie einst von enormer Bedeutung gewesen, aber all dieser Tod, ist es wirklich das, was sie bewundern? Nein, nicht das, aber das, was er mal war. Aber der Galgenbaum, der sieht da wohl krass aus, ne? Hast du deswegen Muffe? Das Ding ist zwar nicht verflucht, aber es ist beklemmend, es derart über uns aufragen zu sehen. Ich kann es kaum erwarten, wieder aus seinem Schatten raus zu sein. Mhm, ja, siehst du. Warum brauchen wir den Wolf? Ach so, ja. Sonst begleitet er mich jetzt. Selbst wenn ihr wüsstet, wie Venris aussah, wäre es schier unmöglich, ihn unter all den Leichen zu finden. Mhm. Der Wolf kennt Venris Geruch. Er kann ihn in der Grube aufspüren und euch geradewegs zu seiner Leiche führen. Ja gut, okay. Ich helfe euch dann. Gut. Ich lasse den Wolf nun frei. Nein! Folgt ihm und sorgt dafür, dass ihm nichts zustößt, ehe er Venris findet. Ohne ihn können wir Venris Leiche unter all den anderen nicht finden. Noch nicht. Bitte beeilt euch. Nein, noch nicht. Mitaru segne euch. So. Moment, was war das jetzt für ein Ding? Den Elben? Was habe ich da jetzt? Stimme der Toten. Da. Der Elben bester Freund. Oh ja. Elben. Bester Freund. Gut, dann haben wir ja schon wieder reichlich Nachfolge. Jetzt habe ich hier, ach du Schande, jetzt habe ich Mist gebaut. Ja. So, Freunde, hier machen wir mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.